So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und heute Abend ist natürlich Raid-Stunde mit Katagami, der beste Pflanzenangreifer noch vor Mega Bisa Floor, natürlich nur mit Pflanzenattacken. Ihr seid unterwegs, ihr macht eure zwei Raid-Pässe weg, ihr könnt mich einladen, ich sitze zu Hause wie ein faules Schwein, ne? Lasst mich einladen, ihr könnt Raid-Mania Punkte verdienen, der lässt sich mega schlecht fangen, ich bin mal gespannt, was das heute ist, weil der Kreis nur so klein ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Raid-Mania heute Abend, mal gucken, wer einlädt, wer Punkte macht, wer durchkommt, bei wem vielleicht sogar ein 100er abspringt. Shiny gibt es nicht, sag mal nochmal dazu, aber das alles erst heute Abend. Irgendwie, warum mache ich immer Werbung für die Raid Mania? Ich weiß es nicht. Die meisten wissen eh nicht, was eine Raid Mania ist, deswegen nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bier Benny, der hat nämlich endlich ein 100% Krypto-Pokémon bekommen, dieses Alola Sandan. Das hab ich nicht, das hat er, das sieht sehr gut aus. Lennart, wieder nicht auf dem Main, Baumlieber 1243, Shiny Deoxys mitgenommen in der Angriffsform. Da wird dem Lennart auffallen, dass sein Duo-Raid mit Shenaya gar nicht dabei ist, weil ich einen anderen Duo-Raid habe mit einer viel besseren Zeit. Da wollen wir natürlich ehrlich und sportlich sein, dass er dann da nicht drin ist, weil der andere drin ist, der ja besser ist. Das haben wir letzte Woche ja andersrum gemacht, also kein Grund sich zu beschweren. Grüße an Lennart. Bierschanke hat ja ein wildes Vesprit gesehen, hat auch gesagt, was? Aber ja, Vesprit, selbe Tobutz, kann man wild fangen in seinen jeweiligen Regionen. Das ist schon seit Release, seit die rausgekommen sind, so. Die meisten machen halt dann Raids, wenn Raids da sind, wenn sie das brauchen, weil wann findest du sowas schon mal? Sie hat echt Glück gehabt, bei sich zu Hause, einfach auf der Toilette, ein wildes Vesprit. Dann bin ich mit Fati Glücksfreund geworden, mit Prinzessin Glücksfreund geworden. Der Geitsch, also der Mann, Saulwurf, hat sein erstes Shiny Pygraulon gefangen. Ich bin mit Cumulus Glücksfreund geworden. Jojo brütet Shiny P. Jojo brütet 100er Bouts. Jojo brütet 100er Pi, warum brütest du so viel? Dann Henry Niki, ein Bild aus dem Internet, das hat mir nämlich der Heiko auch noch geschickt, mit einem Galalavados, aber mit Enton-Gesicht. Warum? Kann mir das jemand erklären, warum da ein Enton drauf ist? Wo kommt das her? Hat das irgendeine Bedeutung? Ist das völlig random? Ich weiß es nicht. Mich verwirrt das auf jeden Fall. Wer packt da bitte schön eine silberne Beere drauf, statt eine Joldene? Die soll noch drin bleiben, als ob das da um Bonbons geht. Ich verstehe es nicht, egal. So, Shenaya, yes, Shiny Pygraulon, wildes Aquana ist ihr Lieblings-Pokémon, wie wir wissen. Hier auch Angriffsdeoxys in Shiny bekommen, 100% Bisasam, Krypto abgestaubt. Dann Lennart, Pokéball, las mir die Shinies. Hat wohl mit dem Pokéball unterwegs, ich dachte jetzt an den Pokéball Plus. Hast du das jetzt einfach mit einem Pokéball gefangen per Hand oder ist das so gedrückt worden nebenbei? Ja, auf jeden Fall Shiny Pipi hier, wahrscheinlich aus der Pipi Mega Deluxe Rampenlichtstunde, was eigentlich ein Event war. Kann man mal mitnehmen, Chefe mit einem 100er Linfu, auch mega selten als 100er natürlich. Dann bin ich mit Aluhut Glücksfreund geworden. Shenaya zeigt ihre Shinies vom Raid-Tag, nämlich 3 Stück. Somniam, 100% Glücks bei Selal, jetzt wieder die Selal-Bilder. 100er Natu, 100er Abra, Shiny Somniam, 100er Habitat. Shiny Simsala aus dem Mega Simsala Raid erkennt man an dem Ball, mit dem man es fangen kann. 100er Pygraulon, wieder ein Enton, diesmal aber als Shiny Glurak mit Enton-Kopf. Warum? Erklärt mir das bitte, warum das so ist. Dann die Arten von Kopfschmerzen, die es gibt. Migräne, Stress, Hypertension, das müsste irgendwas mit, wenn du zu wenig trinkst und dann austrocknest und ja, und wenn man den Raid-Boss nicht fängt, da ist, rastet alles komplett aus, ne? Das Bild habe ich nicht verstanden. Da ist die Katze, das Haus brennt, die Katze schläft. Das Haus fliegt weg, Orkan, die Katze schläft. Community Day, die Katze ist wach, die Katze reagiert, weil dann was los ist.
oder weil es die Katze alles nicht interessiert, aber Community Day ist interessant und deswegen seid ihr sozusagen die Katze, die sich für nichts interessiert, außer für einen Community Day. Wie interpretiert ihr das? Ich finde die schlafende Katze auf jeden Fall cool. Selalia nochmal normales Deoxys, was jetzt angreift, aber trotzdem normal ist. Ne? Und hier ist das Angriffs-Deoxys. Hier ist ein Shiny Spoing, Shiny Knogger, Shiny Traumado, 100er Murzel, Shiny Slimer, Shiny Tangela, Pokehunter. Für Raider Mittwoch, das Simsalabim war ein einfacher Tausch und am Raid-Tag konnte ich mir noch das letzte in Shiny schnappen. Hat hier also einen normalen Tausch gemacht, dann ist es zufällig randommäßig 100 geworden. Sieht gut aus, macht man natürlich direkt auch zu Mega Simsala. Dann hat er das letzte Shiny Deoxys am Raid-Tag bekommen, hat jetzt alle vier zusammen. Muss man selber raiden, kann man nicht tauschen, sagt man nochmal dazu. Cheffe hier auch, die 300er gab es plus das Shiny Deoxys. Verteidigungsform aus deinem Raid am Sonntag, aber das spare ich mir. Schade. Da wollte ich zeigen, dass das geklappt hat, aber okay. Das Lin Fu 100, auch wieder das Highlight natürlich. Schocker des Jahrtausends von Klotzi. Ja, eigentlich müsste man das als Schocker der Woche nehmen. Schocker des Monats, Schocker des Jahres, Schocker des Jahrtausends. 1 Million Rocket Rüpel. Aber dass das vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht, ne? Und deswegen die Leute sagen, oh, wie kannst du sowas jetzt supporten und so, ne? Ich hätte es als Schocker gemacht, weil die Zahl wirklich brutal ist. Aber ich habe was anderes, was mich als Schocker, als random Schocker viel mehr dann beeindruckt hat. Also Schocker des Jahrtausends, ne? Aber wir brauchen ja trotzdem den Schocker der Woche. Das ist der des Jahrtausends und der von der Woche, der kommt noch. Sarina hier, kurz und schmerzlos diesmal. 100er Krypto, 100er Krypto, 100er ohne Krypto, Katagami, 2101. Das ist die Zahl, die möchte ich heute Abend auch haben. Und dann flieht es wieder, weil ich es nicht fangen kann. 100er Katagami, 2101, ihr seht ja schon, das kommt über 2.1, normal, ohne Wetterboost. Das erreicht schon ein paar WP. Andere fangen wir hier mit 12 statt 21. Die gehen nicht hoch. Aluhut, Shiny Pygraulon, Shiny Girafarik, Shiny Traumado. Dann gesehen 1, gefangen 1, ein Deoxys Raid gemacht und direkt Shiny bekommen, so kann man es natürlich auch machen. 100er Rabauz gebrütet, Shiny Visor, Shiny Natu, Alexander Ahringer, endlich Shiny Pygraulon in Pokémon Go. Tageshighlight von 15 Minuten Rauch, 100% Traumado. Jetzt habe ich den auch endlich, Kaiser Kai mit dem erlösten 100er Macholo. Der muss ja vorher richtig gut und stark gewesen sein. Vielleicht ein 96er, vielleicht ein 98er sogar als Krypto. Richtig brutal. Jetzt hat er ihn leider verkackt, hat ihn erlöst. Der ist zwar jetzt 100, aber ein 100er kriegst du ja überall sozusagen her, jederzeit. Aber so ein gutes Krypto mit vielleicht 96%, was dann 1000-mal stärker ist als ein 100% Macholo. Jeder sammelt was anderes, aber Macholo, Machok, Machomai wäre ein Pokémon, was ich mit guten Krypto-Werten nicht erlösen würde, sondern eben hochziehen, weil man damit ja was macht. Das setzt man ja ein, das soll ja nicht nur für eine Sammlung sein, das ist ja ein Pokémon, was man effektiv auch nutzt. Kaiser Kai weiter hier, jetzt habe ich endlich eins von jedem Geschlecht. 100er Trassler, weiblich, hier männlich, Kirlia ist auch erlöst, wie ich sehe. Da ist es okay, da kann man ja noch eine Mega-Entwicklung draus machen. Da kann man da ruhig mal einen 100er mitnehmen. Auf dem Weg zur Schule einfach so mitgenommen, Shiny Spoing und Shiny Tentara auch schon ewig nicht gesehen, auch aus dem Abenteuerrauch. Cooles Bild, cooles Shiny, sieht immer noch richtig toll aus. Aus dem Durchbruch hier bei Dubby, 100er Meditalis, dann Daniel Love, Metagross, Fleckmon, Shiny, Zapdos, Gala und alles aus dem Abenteuerrauch. Natürlich ist das Gapdos Zala geflohen, also das Zapdos Gala ist weg. Lukas, wow, vielen Dank für die Community Raids. Der hat einfach ein 100% Shiny Deoxys in der Verteidigungsform bekommen. So geniales Shiny, so cooles Pokémon und dann auch noch so nützlich in der GBL. Das ist der Jackpot in Berlin. Das hätte ich vielleicht gerne gehabt damals, aber ich habe nur das normale Orange. Luigi Serrada hier auch, alle Formen jetzt zusammen. Alle Shinies, NetGhost, mein erstes und einziges Krypto 100er, Trassler, Heiko auch mit dem 100er, Katagami. Dann haben wir Silvio, wir haben den Shinux, meine ich.
Ja, der hat bei Iskala, der hat hier Krypto Bisasam Shiny, der hat hier die Oxys Shiny, der hat hier lauter Mist. Dann haben wir Traumado 146 WP. Warum ist da ein Pfeil drauf? Um was geht's? Weil das Level so gering ist. Was möchten Sie uns sagen, der Herr Scheinux? 100er Trassler aus der GBL, 100er Wingull, 100er Somniam, 100er Monozyto, 100% Shiny Calamanero aus der Quest. War, das ist auf jeden Fall cool. Schocker der Woche. 100% Simsala. Dann 8 Raids für ein 100% Katagami, das ging auch schnell. Benjamin Engel beim Tauschen hier 100% Simsala Glücks erhalten. Dann auf dem kleinen Account 100% Gardevoir Glücks, Hydrobi Glücks, 100er, Arctos gefangen, Gala, Zapdos gefangen, Gala, Duo Raid gemacht, Simsala 110 Sekunden, bessere Zeit als Lennart und Jenna. Dann Hannes aus dem Mega Raid ein Shiny Simsala bekommen. Shiny Fleckmon bei Hannes, Shiny Deoxys bei Hannes. Andreas hat die Kette gebrochen. Die letzten Folgen habe ich euch immer gezeigt. Er kam an, schreibt mich an, macht einen Daumen. Ich mache einen Daumen zurück. Er macht wieder einen Daumen. Ich mache einen Daumen. Das ging jetzt tagelang, wochenlang so. Auf einmal macht er einen lachenden Smiley. Ich habe es nicht verstanden. Seitdem habe ich ihm auch nicht mehr geschrieben, weil das war mir dann zu doof. Jahrelang ging das gut und auf einmal fällt er mir so in den Rücken. Leon Maurice, also der Leon, hat gestern plötzlich angefangen und hat irgendwelche T-Shirts entworfen. Und sagt, guck mal, habe ich so was Quatsch erstellt. Kuchronis-T-Shirts. Immer wieder wird gefragt, Ramses, wieso hast du keinen Merchandise? Ich sage, brauche ich nicht, ist Schwachsinn, sieht doof aus und ich will nicht, dass ihr irgendwelchen Geld für sowas ausgebt. Jetzt hat er so ein Bild erstellt von mir hier mit Maske, mit Mütze, mit Brille und wo drauf steht Coronis. Aber ich hab es eigentlich Coronis immer ausgesprochen, also ungefähr so. Coronis, weil das viel besser aussieht. Jetzt hat er da weiter rumgetüftelt, verschiedene Schriften probiert, schon wieder Coronis. Nochmal, jetzt ist er so gelandet. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben, wie ihr so ein T-Shirt findet, ja. Dann würde der Leon nämlich gerne noch andere Motive ausprobieren und andere Sachen. Ich weiß immer noch nicht, ob das komplett sinnvoll ist, über Merchandise nachzudenken. Eigentlich nein. Ich will keine Werbung dafür machen, aber wenn das nächste Mal jemand fragt, gibt's auch Merchandise, könnte man sagen, ja, hier, guck. Und dann sagt er, boah, ist es schlekt und so. Dann der Natursekt, mein erstes Mal, mal schauen, wie es schmeckt. Darauf erstmal ein Faxe-Bier, lass es dir schmecken. Dann Shiny Natu beim Natu-Sekt. Ein Shiny beim Red-A-Day, leider nicht die zwei Formen bekommen, die wir noch gefüllt haben, aber egal. Da hat er die Form einfach gefüllt. Neues 100er nimmt man ja auch gerne mal mit, ne? 100% Lampi. Dann hier, pass auf, endlich mal wieder 100er, über das ich mich extrem gefreut habe, weil das hat mir noch gefehlt. Und das ist ja ein Nütz. Das habe ich so rein. Der Text ging noch weiter, aber ihr hättet sonst gar nicht erkannt, dass das ein 100er Lucario ist. Sieht nämlich so aus, wenn der ganze Text dasteht. Das ist ja ein nützliches 100er und als ich geschlüpft ist und nicht die WP gesehen habe, habe ich direkt geschrieben vor Freude, weil ich die WP, als ich die gesehen habe, wusste ich sofort, ohne Bewertung, 100% habe ich so geschrien. Vor Freude habe ich mich schon so lange nicht mehr über 100er gefreut. Okay, ich freue mich über jedes 100er, aber das ist ja ein nützliches 100er. Und da war mein Freund den Schrei nochmal um einiges größer und habe ich mich nochmal um einiges mehr gefreut. Da hat er gleich geschrieben. Freut mich aber, ich habe kein 100er Lucario. Das wäre natürlich noch was, das würde ich richtig toll finden. So, Cumulus aus der Feldforschung, 100er hier, Shiny. Aus dem 5er gebrütet, Shiny Togepi, aus dem Ei gebrütet, wohl aus dem 10er Ei. Ich habe gesehen, der Main Account hat letztens auch ein Shiny Wuffels gebrütet aus dem 10er. Henry, Spontantausch mit dem kleinen Account, Waschakwil 100, auch selten, gab es ja nur beim Raid Day, nur aus Raids. Also muss man Glück haben, da einen 100er gekriegt zu haben. Plus hier Shiny Raichu, Alola noch, auch cooles Bild. Mit dem Hintergrund, ja, weil Raichu ist ja eh dunkel, da passt auch der dunkle Hintergrund. Tommy Köhler, Rotlock, 190, Grind beendet, hat jetzt alle drei Galavögel. Kennt ihr jemanden, der schon alle drei Galavögel hat? Habt ihr alle drei Galavögel? Oder habt ihr einen Piepmatz im Kopf drin? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Elke Kaiser hier nochmal, Shiny Traumado, Shiny Spoing, 100er Simsala, Glücks und auf dem Account vom Mann, sage ich mal.
hier das auch Shiny Traumado, Cosilla gebrütet Shiny, Natu Shiny, 100% Somnivora, 100% Borenta, auch aus dem Ei wahrscheinlich oder so, oder auch nicht. Hä? Das sieht doch aus wie Level 25 statt 20, ich sag dazu nichts, egal. Das ist bestimmt, vielleicht ist der Account nicht so hoch, deswegen ist es da mehr drin, als draufsteht. Achso, das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Was soll das werden, nachdem wir eigentlich die 1 Million Rübel haben, nachdem wir das Calamanero-Dings haben, nachdem wir das, wir haben einige Sachen gehabt, dass die Oxys 100, das Shiny, alles. Nein, es ist was anderes und das seht ihr jetzt beim Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, jetzt muss ich erstmal gucken, vom Cookie. Kennt ihr den Cookie? Ich glaube, die meisten hier aus der Community, die kennen alle nur Crank, aber es gibt auch Cookie. Eben auf Dauer, der Crank zu Crank ist, der gönnt sich einen Cookie zwischendurch. Also ich wüsste gerne mal, wer der heftigere Spieler von beiden ist, aber Cookie gönnt sich einfach 100% Riolu zweimal in Shiny. Also, wir haben ja gesehen, 100% Lucario war dabei. Hier ist 100% Lucario als Shiny, was schon krass ist. Kannst du ja nur brüten. Und dann hat er auch noch einfach ein zweites 100% Lucario Riolu, wie auch immer, 200% Shinies gebrütet. Das ist auf jeden Fall mega krass. Das ist für mich der Schocker der Woche. Nicht die 1 Million Rübel. Das ist für mich. Ich habe Shiny, okay, musste ich mir alle tauschen. Aber ich habe kein 100% IV und er hat die einfach als Shinies. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses, und denkt heute Abend an die Raid-Stunde, an die Raid-Mania, wenn ihr unterwegs seid und Katagami-Raids macht, den kann man gut auch zu zweit schaffen, also wenn ihr mich einladet, ich werde heute bei jedem Raid drin bleiben. Bei schwereren Raids sage ich ja immer, oh, der ist alleine, da kommt keiner mehr, da gehe ich wieder raus, aber heute vertraut bitte drauf, wenn ihr mich einladet zur Raid-Mania und ihr seid alleine in der Lobby nur mit mir, dann lasst uns den trotzdem zusammen machen, denn den schaffen wir. Vertraut darauf, bitte glaubt mir, wenn ihr rausgeht. Ich weiß nicht, alleine habe ich noch nicht probiert. Ich werde Mega Glurak Y anmachen und werde dann kämpfen. Mir geht es dann nicht um Bonbons. Mir geht es heute wirklich dann, den einfach schnell zu besiegen. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.